Wirklich alles, aber auch alles, was man sich nur vorstellen kann, habe ich heute in Bewegung gesetzt, um hier zu sein. Mit Ihnen und mit ihr. Ah, Sarah Walzel, Social Club. Schmeichelt mir, danke Marc, hallo. Toll. Ja, wir hatten schon lange nicht mehr zusammen Social Club. Das stimmt. Und ich habe es ein bisschen vermisst. Es war viel zu lange, ja. Endlich wieder. Endlich wieder. So, und deshalb wollen wir auch gar keine Zeit verlieren und starten direkt rein, gemeinsam ins erste Angebot. Es geht in die Türkei, ins Fee Beach. Side. Langzeiturlaub hier bei Sonnenklar TV und eine lange Zeit, die wir uns auch nicht gesehen haben. Hast du mich auch vermisst? Natürlich habe ich dich vermisst. Ich frage doch immer, wann haben wir wieder zusammen Sendung? Und meistens musst du mich korben sozusagen. Ja, ich korbe dich sehr, sehr gerne. Es reicht, dass wir nur einen Kilometer auseinander wohnen. Ja, das ist schon nicht korben genug. Ja, das stimmt. Ich sollte mich geehrt fühlen. Ja, aber du hast uns natürlich wieder viele, viele Informationen mitgebracht aus dem World Wide Web und aus den Social-Media-Welten. Ja, also ich zeige ja immer gerne, was unsere Community so treibt, was sie zu den Produkten oder zu den Reisen sagen, die wir haben. Und das Fee Beach Side kommt ja natürlich gut an. Also die Region Side an sich natürlich ist eine der Regionen schlechthin bei uns, einfach auf dem Sender für Langzeiturlaub richtig gut geeignet, gerade auch in der etwas kälteren Jahreszeit vielleicht. Zuletzt hatten wir das Fee Beach Side im Februar bei uns auf dem Kanal auf Facebook. Da hat es 349 Reaktionen bekommen. Es wurde 32 Mal geteilt. Und ein paar Kommentare haben wir natürlich auch wieder reinbekommen. Da schreibt zum Beispiel die Monika, ja? Was ist denn ein Share? Also mein Papa, ja, mit seinen 76 Jahren, der gestern seine Impfung mit AstraZeneca bekommen hat, beim Hausarzt, ja, der ist schon ziemlich mit seinem Telefon auch unterwegs, aber der weiß trotzdem nicht, was Shares sind. Also du fragst für einen Freund sozusagen. Ich frage für einen Freund. Reaktion kann ich mir vorstellen, Shares habe ich keine Ahnung. Genau, Reaktionen, also alles Daumen nach oben, Lachsmilies, Herzchensmilies, ein Share, das ist einfach Englisch für Teil. Also es wurde 32 Mal geteilt. Und ja, die andere wichtige, wie sagt man, das andere wichtige KPI, erkläre ich dir wann anders, sind die Kommentare. Und zu denen kommen wir jetzt. Okay, dann los zu den Kommentaren. Monika schreibt, uns hat das sehr gut gefallen. Thorsten meint, Nicole Eck hat sie verlinkt. Da waren wir auch schon und fanden das Hotel und die Lage gut. Und Renate meint, eines der schönsten Hotels, die ich erlebt habe, klein und fein. Ich werde im Dezember und im März dort sein. Es ist im Dezember dann meine 20. Reise in die wunderschöne Türkei. Und dann habe ich natürlich noch auf Holiday Check vorbeigeschaut, weil auch da kann sich die Holiday Check-Rate sehen lassen. 96% bei fast 4.500 Bewertungen. Und die Bewertungen lesen sich genauso positiv wie unsere Kommentare. Da waren zum Beispiel Doris und Peter im Januar 2021 vor Ort. Super Hotel, wir kommen gerne wieder. Ein super Hotel, super Anlage mit wenigen Schritten am Strand. Die Weihnachts- und Silvesterfeier war trotz Einschränkungen super. Nicole meint, top Hotel, top Personal, immer wieder gerne. Freuen schon auf den nächsten Urlaub bei euch. Trotz der schwierigen Situation schafft ihr es, den Menschen einen tollen und erholsamen Urlaub zu schaffen. Nicole, Sascha und Ben. Und last but not least haben wir die Birgit, die hat auch 6 von 6 Sonnen gegeben, schreibt tolles Hotel. Ich bin Stammgast im Hotel, war jetzt im Oktober trotz Corona für 17 Tage dort. Es war wie immer wunderschön, das Personal ist super nett, das Essen sehr lecker und die Räumlichkeiten sehr sauber. Freue mich schon auf meinen nächsten Urlaub. Ah, wunderbar. Und zwei Sachen möchte ich aufgreifen von dem, was du gesagt hast. Nämlich einerseits ein nicht so großes Hotel, was du ja vorgelesen hast. Es hat also für türkische Verhältnisse wirklich ein kleineres Haus mit noch nicht einmal 200 Zimmern. Und du hast ja gesagt, Silvester, Weihnachtsbuffet oder Essen, trotz der Situation, wo sie sich viel Mühe gegeben haben. Das ist auch unser Reisezeitraum, den wir jetzt haben. Also wir reden über die Wintersaison diesen Jahres, der jetzt dann noch so kommt, obwohl wir den aktuell noch nicht mal hinter uns abgeschlossen haben irgendwie. Ja. Es hat mal wieder geschneit heute in München. Ja, schön. Genau, also November diesen Jahres bis März nächsten Jahres und dann geht es für ganze 3 Wochen weg. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, wir waren zwar zusammen letztes Jahr in Kalabrien mit noch vielen, vielen anderen und wir haben ausprobiert, wie Urlaub auch in diesen Zeiten möglich ist.
Das waren aber nur wenige Tage. Mhm. Ich brauche mal wieder so einen richtig langen Urlaub. So einen richtig langen Urlaub und so richtig was gönnen. Da würde ich jetzt auch mal ein bisschen mehr dafür ausgeben. Oder? Ja, total. Es fehlt einfach. Ich würde direkt zwei Urlaube hier bei Sonnenschein buchen. Also einerseits hier zum Beispiel 3 Wochen an die türkische Riviera in der Wintersaison ab 499 Euro für 3 Wochen. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind nicht mal 150 Euro pro Woche, inklusive dem Flug, inklusive All-Inclusive. Dann diese ganzen Poolblickzimmer, Obstkorb, Flasche Wein, zusätzliches Abendessen im à la carte Restaurant, sogar zweimal Schnuppermassage, was da alles mit drin ist. Also da lebe ich günstig. Günstiger in der Türkei als hier in München. Das stimmt definitiv. Ja. Heizkosten, alles, was man damit einberechnen muss, ist Wahnsinn. Und dann kann man sich vielleicht auch noch einen anderen großen Urlaub gönnen. Ach, wir haben doch hier so viel. Schauen wir mal rein ins Fee Beach Side, nachdem Sie schon einige Stimmen von Urlaubern und auch von der Sarah gehört haben, wie es denn so aussieht vor Ort. Folgen Sie dem Ruf nach Urlaub. Denn wir sind uns sicher, Sie haben es sich verdient. Und zwar für ganze 3 Wochen. Verlockende Aussichten erwarten Sie an der türkischen Riviera, in der Nähe der charmanten Hafenstadt Side. Nach knapp 3,5 Flugstunden landen Sie in Antalya. Von dort geht es weiter ins 4-Sterne Fee Beach Side. Checken Sie sogleich in Ihr Doppelzimmer ein. Hier erwarten Sie Obst, Wein und dank Upgrade ein herrlicher Blick auf den Pool. Da Reisen bekanntlich hungrig macht, wollen wir auch Ihren Appetit stillen. Es erwarten Sie frische und vielfältige Speisen im Rahmen von All-Inclusive. Neben Spezialitäten vom Buffet genießen Sie 2 zusätzliche Dinner in den 3 à la carte Restaurants auf unsere Kosten. Getränke gibt es bis 24 Uhr. Die Sonne der türkischen Riviera fühlt sich am wunderschönen, nur 200 Meter entfernten Sandstrand wohl am besten an. Und die Abende klingen an einer von 4 Bars gemütlich aus. Das sind doch wirklich verlockende Aussichten für Ihren nächsten Langzeiturlaub. Drei Wochen Urlaub an der türkischen Riviera in der Winterzeit. Und klar, das ist natürlich jetzt im Januar keine Temperatur, wo man ins Mittelmeer springt. Wobei ich letzte Woche war ich am Eibsee hier bei uns. Ne? Der ist ja direkt am Fuß. Bist du reingegangen? Nee, aber viele andere. Ja, klar. Ist der war auch gesund. Auf der Südseite war der noch gefroren, ne? Weil da wenig Sonne hinkommt. Mhm. Und auf der Nordseite aber nicht. Und da waren so viele im Wasser. Der stärkt die Abwehrkräfte, das ist ja zurzeit ganz besonders wichtig. Also wer sich die Abwehrkräfte stärken möchte, der kann auch ins Mittelmeer gehen im Januar. Das ist auf jeden Fall wärmer als der Eibsee im April. Aber es gibt natürlich auch einen Indoor-Pool oder wenn man zum Beispiel Anfang November reist, dann kann man natürlich noch wunderbar baden gehen, ganz, ganz klar. Den günstigsten Preis, den finden Sie im Januar ab 499 Euro. Eben für die 3 Wochen mit All-Inclusive, mit Zimmer-Upgrade, mit vielen, vielen weiteren Vorteilen hier für Sie als Sonnenklar-TV-Gast. 96% Weiterempfehlungsrate bei Holiday Check. So ein beliebtes Hotel, fast 4500 Bewertungen. 224104 ist die Bestellnummer. Ist die Vorfreude, die sich im Flugzeug auf dem Weg in den Urlaub breitmacht, nicht eines der schönsten Gefühle? Und sobald Sie gelandet sind, dürfen Sie sich in Ras Al Khaimah auf bunte Vielfalt gefasst machen. Wenn das keine tollen Aussichten sind. Auf der künstlich angelegten Insel Margin Island checken Sie in das 5-Sterne Doubletree bei Hilton Margin Island ein, wo Luxus als Standard verstanden wird. Und als wäre das alles nicht schon perfekt genug, machen wir Ihren Aufenthalt noch besser. Mit einem Upgrade auf ein Doppelzimmer Deluxe oder auf ein Bay Club Zimmer. Beides mit Meerblick. Neben einem 650 Meter langen hoteleigenen Sandstrand haben Sie Zugang zu sage und schreibe 7 Swimmingpools. Da kommt die Abkühlung nicht zu kurz.
Stellen Sie Ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden im Spa wieder her. Gönnen Sie sich doch eine der vielen angebotenen Anwendungen. Da, wo wir Vielfalt ankündigen, ist ganz offensichtlich auch Vielfalt drin. Das trifft gleichermaßen auf die Ultra-All-Inclusive-Verpflegung zu, im Zuge derer Sie auch einmal in einem der à la carte Restaurants dinieren dürfen. Wir wünschen guten Appetit. Im Doubletree bei Hilton Margin Island stimmt einfach alles. Und damit die fantastische Umgebung Ras Al Khaimas nicht zu kurz kommt, schenken wir Ihnen gleich drei Ausflüge. Einer davon schafft Ihnen einen guten Überblick über Ihren Urlaubsort. Nur ein Stopp auf Ihrer Ras Al Khaimas City Tour ist das Nationalmuseum. Besonders eindrucksvoll verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart Ras Al Khaimas in der Mohammed bin Salem Moschee. Sie wurde bei Ausgrabungen entdeckt und originalgetreu restauriert. Vor allem zu Feiertagen und im Ramadan zieht es die Einheimischen in dieses historisch wertvolle Gebäude. Und da die Emirate und Luxus nur schwer voneinander zu trennen sind, laden wir Sie im legendären Waldorf Astoria zum High Tea ein. Es werden kleine Köstlichkeiten und natürlich Tee serviert. Ein gediegener Abschluss für Ihr Ras Al Khaimas Kulturerlebnis. Neben Luxus hat Ras Al Khaimas aber noch viel mehr zu bieten. Denn es lockt auch mit der Schönheit der kargen Wüste. Auf Ausflug Nummer 2 geht es zuerst rasant die Dünen rauf und runter. Geschulte Fahrer suchen sich mit ihnen den Weg durch den Sand. Spaß ist garantiert. Versinkt dann am Abend die Sonne am Horizont, wird es romantisch. Im Wüstencamp wird ihnen bei traditionellen Tänzen ein Barbecue unterm Sternenhimmel serviert. Mit diesen Erinnerungen im Gepäck machen Sie einen Abstecher nach Musandam, eine im Norden angrenzende omanische Exklave. Bei Ausflug Nummer 3 schippern Sie durch die Fjordlandschaft. Im Glücksfall erhaschen Sie sogar den ein oder anderen Blick auf grazile Delfine. Der Anblick lockt Sie ja vielleicht auch selbst ins Wasser. Für Naturliebhaber genau das Richtige. So sehen berauschende Reisen à la Sonnenklar-TV aus. Ja, was sagt man dazu? Was sagt denn die Community dazu, zu diesem tollen Hotel, zu dieser Wahnsinnsreise? Vor allen Dingen auch noch, ich finde ja so super, dass da halt dieses Ausflugspaket mit dabei ist und dass eben auch noch das Zimmer-Upgrade mit dabei ist in diese Bayview-Zimmer, die ja nochmal eine Klasse für sich sind im Gegensatz zu dem ganz normalen Hotel. Ja, wobei das ja schon super ankommt. Also Absolut. Wir haben das Hotel im Oktober letzten Jahres das letzte Mal bei uns auf dem Kanal gehabt, sonst immer so in Kombinationen und so, aber rein das Hotel hatten wir im Oktober mit 240 Reaktionen, 18 Shares. Jetzt darf ich das ja sagen, nachdem wir erklärt haben, was es heißt. Und die Kommentare lesen sich, also es waren so viele Kommentare, da müssen wir jetzt leider ein bisschen, ja, durch. Da müssen wir jetzt durch. Da lehnen Sie sich zu Hause zurück. Entspannen Sie sich, holen Sie sich einen Tee oder Kaffee. Ganz genau, das kann dauern. Das kann dauern. Da schreibt zum Beispiel die Ulla, super schön, möchte sofort wieder hin. Oder die Rosi, super Hotel, kann ich nur empfehlen. Ich habe das immer schon auf den Folien zusammengefasst, ne, damit es ein bisschen schneller geht. Hartmut schreibt, top Hotel, top Verpflegung. Michael meint, wahnsinnig schön und toll. Birgit meint, sehr schönes Hotel. Dann haben wir noch Karl-Heinz, der schreibt, auch wir waren schon da, Hotel super, aber das Personal ist der Hammer. Rundherum einfach klasse. Asia und Chris waren sich einfach einig, die schreiben beide, wunderschönes Hotel. Carmen meint, war auch schon dort, wunderschön und das Essen, der Hammer. Angela schreibt, letztes Jahr im September da gewesen, schönes Hotel, gutes Essen, super Anlage, direkt am Strand. Hoffe, es klappt nächstes Jahr wieder. Das hoffen wir natürlich auch, dass es bald wieder klappt. Nedelia schreibt, schade, dass es dieses Jahr nicht geklappt hat. Wir sind schon große Fans dieses Hotels geworden. Es ist einfach traumhaft.
Dann haben wir eine Frage von der Yvonne. Wie ist das während des Ramadan? Gibt es Einschränkungen im Hotel? Wir haben ja aktuell den Ramadan, deswegen sind wir für dieses Jahr schon mal fein raus, wenn wir dann dahin reisen wollen. Aber eigentlich gibt es keine großen Einschränkungen. Überall, wo Touristen sind, dürfen die eigentlich tun und lassen, was sie wollen, also im Hotel vor allem. Sonst sollte man sich natürlich den Gepflogenheiten hier und da anpassen, aber eigentlich schränkt das nicht großartig ein. Man muss ein. Auch wirklich dazu sagen, das gilt vor allem auch für Ras Al Khaimah, weil ich war auch schon in Abu Dhabi zu Gast im Ramadan, schon ein paar Jahre her. Von daher, der Ramadan ist ja immer, wird ja immer anders gefeiert. Mhm. Ne? Es verschiebt sich ja immer jedes Jahr wie um einen Monat. Wie Ostern im Endeffekt, ja, auch immer wann anders genau. Ein bisschen. Aber immer einen Monat nach vorne, ja. Also vor den paar Jahren, wo ich dort war, vor 8 Jahren, da war der mitten im Hochsommer, Juli, August ungefähr. Ja. Und das war richtig heiß und da waren wirklich die Malls waren zu, die Restaurants waren zu, aber in den Hotels durfte verzehrt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das gilt in Ras Al Khaimah, ist noch ein bisschen offener. Mhm. Das ist somit das offenste Emirat und daher kann man ganz normal seine, in dem Fall hier, wie bei dieser Reise, Ultra-All-Inclusive-Verpflegung genießen, ja. Genießen, auch wenn man nächstes Jahr bucht. Also, weil nächstes Jahr wird es dann Anfang April sein, der Ramadan. Also, wenn man sich jetzt entscheidet für nächstes Jahr April, mit dem Wissen, hey, da ist Ramadan, ja, aber im Hotel gibt es Ultra-All-Inclusive. Genau, keine Einschränkungen kann man auch nachlesen auf Holiday-Check oder eben bei uns in den Kommentaren. Da tauscht sich die Community auch unter sich ein bisschen aus. Ist also wirklich nicht erwähnenswert, dass man sich da irgendwas irgendwie einschränken muss. Dann haben wir noch die Christine. Definitiv unser Lieblingshotel. Waren schon 3-mal dort. Mit Ultra-All-Inclusive bleiben keine Wünsche offen. Essen super lecker, Service immer freundlich und zuvorkommend. Zimmerservice top. Der Bay-Club ist ein Traum. Wir hoffen so sehr, dass wir nächstes Jahr wieder dort sein können. Wir vermissen das Doubletree und natürlich Dubai. Und dann haben wir doch den Michael, liebe Sonnenklar-TV-Team. Also eure VAE-Angebote sind schon beeindruckend. Wir sind VAE-Fans, schon 2-mal in Jumeirah Beach Hotel Urlaub gemacht, 2021 VAE für Kenner gebucht. Wir freuen uns schon so. Und den Rest darfst du jetzt übernehmen von beeindrucken. Ich kann mich so anschließen an das, weil ich gehöre ja auch zu denen, die schon im Doubletree Urlaub gemacht haben. Also keine Dienstreisen, weil uns werden ja immer unterstellt, dass wir überall immer nur Dienstreisen machen. Nein, wir machen tatsächlich auch ganz normalen Urlaub. Ne? Und ich habe auch ganz normalen Urlaub gemacht und das war wunderbar hier. Tolle Gäste kennengelernt. Also es ist auch wirklich die Gäste, die in dem Hotel sind. Das macht es ja auch aus, ne? Zusammen mit den, ja, mit den Mitarbeitern. Und zu denen habe ich heute noch Kontakt. Also viele Grüße nach Mannheim. Die wissen ganz genau, wer jetzt gemeint ist. Und wir haben also so viel Spaß gehabt im Urlaub zusammen. Tolles Hotel. Das ist unser Reisezeitraum Teil 1 in diesem Jahr. August bis Dezember. Sie sehen, im September geht es schon ab 999 Euro los. Und ich kann Ihnen sagen, die Vereinigten Arabischen Emirate, die sind sehr, 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 sehr weit mit der Impffortschritt, eines der weitesten Länder auf der Welt. Also von daher, Sie können auch ruhig gerne dieses Jahr schon buchen, weil da ist die Bevölkerung einfach zum Beispiel durchgeimpft und das gilt natürlich auch für die Mitarbeiter im Hotel. Januar bis August nächsten Jahres haben wir auch noch als Reisezeitraum, da zum Beispiel Mai oder Juni auch schon ab 999 Euro. Immer mit Ultra All-Inclusive, immer mit dem Ausflugspaket. Das ist wirklich ein tolles Angebot, super Hotel. Die Sarah hat es Ihnen gerade gezeigt, ist ja auch immer schön, diese Stimmen von anderen Urlaubern zu hören. 224029 ist die Bestellnummer. In gewissen Reisezeiträumen, Sie sehen es, gibt es auch noch das Bay Club Mehrblickzimmer mit dazu. September diesen Jahres, Mai nächsten Jahres, Juni nächsten Jahres. Da, wo zum Beispiel auch die günstigsten Preise gelten, da kriegen Sie sogar noch ein Zimmer-Upgrade von uns. Wow! Und da sehen wir die ersten Bilder von Malta. Wunderbar, oder? Warst du schon auf Malta? Leider nein. Irgendwie das solltest du mal nachholen. Hat mir das vergangene Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich wäre natürlich super gerne eigentlich mal hingeflogen. Ich mag Inseln mit M, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen.
Du magst grundsätzlich auch Menschen mit M am Anfang. Na, alles, alles mit M. Ich habe schon gesagt, dass ich Mark heiße, für alle, die jetzt zu Hause zuschauen. Mark. Also, hier toll, natürlich kulturhistorisch fantastisch. Eine abwechslungsreiche Insel. Eine Insel, die auf der einen Seite sehr, sehr fortschrittlich ist, auf der anderen Seite sich aber seine dörflichen Traditionen auch bewahrt hat. Also, es gibt ja überall über die ganze Insel verteilt, immer zu, nennen wir es mal normalen Zeiten, diese kleinen Straßenfeste, Dorffeste. Und man kann einfach wunderbar schwimmen gehen. Taucher werden Malta sowieso kennen. Dann kann man sich eben Valletta anschauen, diesen beeindruckenden Naturhafen. Man kann lecker essen, man kann einfach so viel erleben. Und ja, am besten noch auf die Nachbarinsel fahren, nach Gozo rüber. Und das alles mit einem tollen Standorthotel, nenne ich es mal. Sie kommen immer wieder zurück und das sehr, sehr gerne ins La Branda Riviera Hotel und Spa. Und da haben Sie sogar ein Doppelzimmer Superior mit Meerblick. Ja, tolles Hotel. Kommt auch bei unserer Community einfach gut an. Egal, wann wir es drauf haben, kriegen wir dazu Stimmen von Leuten, die schon vor Ort waren. Gucken wir direkt mal rein. Da schreibt zum Beispiel, also der Name ist jetzt, glaube ich, nicht sein echter Name. Adolf Mastermind, tu nicht gut. Doch, das ist sein echter Name. Ich glaube, das ist sein echter Name. Glaub, ja. Das und ich glaube, das ist auch sein echtes Profilbild, wenn ich mir das so anschaue. Wir sehen es, glaube ich, noch nicht. Aber er schreibt auf jeden Fall, Malta ist immer eine Reise wert, so viel zu entdecken, so eine geschichtliche Insel und Comino mit ihrer blauen Lagune ist traumhaft schön. Mhm. Und nach Comino mit der blauen Lagune, da kann man direkt am Hotel losfahren. Also man, genau gegenüber, ne? Also nur einmal. Da ist vor dem Hotel ist sowieso eine kleine ein Fußgängerbereich, wo keine Autos fahren dürfen. Alles neu gepflastert, schön bepflanzt. Und dann geht man da die Treppen runter oder den Weg runter. Und da ist sofort eine kleine Fährstation. Ja, für Boote, sag ich mal. Ja. Also nicht richtig Fähre, sondern da fahren einfach nur Boote rüber. Und da steigt man direkt am Hotel. Das sind 10 Meter vom Hotel. Dann kann man rüberfahren nach Comino. Und man kann auch übrigens dann den Fischern zuschauen, wie sie mit ihrem Fisch zurückkommen. Die Einheimischen kommen und kaufen da dann ihr Abendessen ein. Also ganz, ganz schön, weil es gibt verschiedene Stationen. Einerseits eben nach Comino, direkt am Hotel, oder nach Gozo, so ungefähr 1,5 Kilometer entfernt. Ja, darf ich weitermachen? Klaus schreibt, waren letztes Jahr im März da und sehr zufrieden. Sabine meint, kann ich nur empfehlen, war im September 2020 dort stündliches Fährboot zur blauen Lagune, Comino, direkt vorm Hotel. Jetzt hast du das der Sabine einfach vorweggenommen. Oh Mann, tut mir leid, Sabine Kunze. So, jetzt sag aber nichts. Wir haben jetzt noch den Stefan. Wir waren 2019 in diesem Hotel und waren sehr zufrieden. Es war ein toller Urlaub. Jetzt sagst du mal nichts zur Holiday-Check-Rate, weil... Ich dachte, jetzt kommt die Holiday-Check gerade. Heike, wir waren im September 2020, im Februar 2020 da und können das nur empfehlen. Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir die Holiday-Check-Rate. 85% Weiterempfehlungsrate bei 2.764 Bewertungen. Und da habe ich natürlich auch noch eine mitgebracht. Heide mit Peter. Wir waren zum dritten Mal in diesem Hotel. Trotz Corona und Reisewarnung in diesem Jahr haben wir es gewagt und können die vorbildliche Einhaltung der Vorschriften, ob bei Flug, Transfer, Hotel und auch Einwohnern Maltas nur loben. Wir fühlen uns sicherer als in Deutschland. Und Holiday Check ist übrigens so gestiegen, ne? Das kann man ruhig auch mal sagen. Dieses Hotel war gerade mal bei etwas mehr als 70%. Das war nicht immer alles gut, was dort passiert ist. Aber umso schöner jetzt bei 85%, weil das, was der Roman Kofler dort vor Ort gemacht hat, der Hotelmanager, das hat Wirkung gezeigt. Das zeigt Früchte. Ja. Und dementsprechend, die Gäste sind super zufrieden. Ganz, ganz toll. Und Sie werden es auch sein. Und hier kommen die Bilder zum Riviera La Branda. Riviera Hotel und Spa. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Daher sollten Sie die Vielfalt Maltas einfach selbst erleben und sich Ihr eigenes Bild von dieser kleinen Insel machen. Optimaler Ausgangspunkt ist das 4-Sterne La Branda Riviera Hotel und Spa. Nach dem freundlichen Check-in geht es erstmal auf Ihr helles Doppelzimmer Superior. Dank Upgrade blicken Sie von Ihrem Balkon aus direkt aufs Meer. Am Pool erwartet Sie Entspannung pur. Genauso wie auf den großen Sonnenterrassen.
und ihre Halbpensionsverpflegung versorgt sie zweimal täglich mit kalten und warmen Leckereien vom Buffet. Stoßen Sie mit einem Drink an, auf Ihren Urlaub im La Branda Riviera Hotel & Spa. Irgendwie hat man das Gefühl, jeden Abend gibt es so einen Sonnenuntergang auf Malta. Habe ich zumindest in der Zeit erlebt, als ich vor Ort war. Das war wirklich wunderschön und dann sitzt man bei einem schönen Cocktail oder einem Glas Wasser, einer Tasse Kaffee auf dem Balkon, auf der Terrasse und schaut sich dieses Schauspiel an, wie sie dann über Gozo untergeht. Ganz, ganz toll. 223926 ist die Bestellnummer. Dieses Jahr August bis nächstes Jahr Oktober. Also Sie können aus dem Vollen schöpfen. Sommer, Herbst, Winter, Frühjahr, wieder Sommer. Alles haben wir für Sie hier im Programm. Na, was ist das denn für ein Reiseziel? Haben Sie gerade diese Seilbahn da oben gesehen? Und nein, wir reden hier nicht über Tirol, wo Sie gleich die Piste runterwedeln, sondern wir reden hier gerade über Funchal, über Madeira auf der Blumeninsel. Und da freue ich mich ganz besonders, dass ich die Sarah zu Gast habe, weil eine bessere Madeira-Expertin als Sarah Walzel, unsere Social-Media-Queen, die kann man sich gar nicht wünschen. Ja, ich habe mich in Madeira verliebt, muss ich wirklich sagen. Und in das Essen und in die Menschen und in den Wein. Den Wein einfach, natürlich, oder? Ja. Ganz besondere Insel. Und die Blumen? Ist die Blumeninsel, es geht ja gar nicht an. Es ist eine ganz, ganz vielseitige Insel. Man kann da sehr viel erleben, vom Badeurlaub bis hin zum Wanderurlaub. Man kann sich den Bauch vollschlagen mit leckeren Sachen, zum Beispiel dieser Lorbeerspieß mit drin, den wir da sehen. Man kann ganz hervorragend Meeresfrüchte essen. Da gibt es ein Fischgericht mit Bananen. Sollte man probiert haben, auch wenn es total komisch klingt, passt aber sehr gut. Und man kann Seilbahn fahren? Man kann Seilbahn fahren, hoch nach Monte und dann mit dem Korbschlitten natürlich wieder runter. Das ist so einer der Klassiker, den man dort unbedingt gemacht haben sollte. Oh, da sehen wir es jetzt, diese Korbschlittenfahrten und schon rasant. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich das trauen würde. Ich weiß, dass ich es machen sollte, ich habe mich nicht getraut. Du bist auch nicht der Maßstab, liebe Sarah. Ja, aber ich habe mir ganz viel auf Madeira angeguckt und die Insel hat mein Herz im Sturm erobert. Also es war wirklich, ich war schon zweimal da, einmal privat und einmal dienstlich. Du hast es gesagt, wir machen es meistens beides. Wenn man einmal dienstlich wo war, dann will man auch privat wieder hin und einfach toll, was man da erleben kann. Wir zeigen ja bei Social Klar TV auch so ein bisschen immer Ihre Meinung. Mhm. Ja, wir sagen bei den Hotels, das sieht so und so aus, weil wir können immer viel erzählen. Deshalb zeigen wir gerne die Stimmen und die Urlauber, die schon dort waren oder Kommentare, die wir auf unserer Facebook-Seite bekommen haben. Jetzt wollen wir nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen hier zeigen, sondern es gehört zu der Ehrlichkeit und zur Transparenz, dass man auch mal eine Nachricht vorträgt, die uns persönlich nicht so erfreut, aber gehört eben dazu. Und da hast du eine Nachricht, auf die wir gerne eingehen würden. Ja, liebe Priska, du hast unseren Livestream kommentiert. Uns habt ihr als Kunden verloren. Wir können es ja vielleicht mal einblenden. Impfpflicht, Testpflicht, Daumen nach unten. Jahrelang hat es niemanden interessiert, ob jemand hustend oder rotzend im Flieger saß. Und nun wird es zum Pflichtprogramm. Aber vergesst es nicht, auch genügend Menschen, die sich nicht impfen lassen. Und dieses Gerücht kommt uns immer wieder an die Ohren, dass wir nur Menschen reisen lassen würden, die sich impfen. Um uns geht es überhaupt nicht. Wir sind, das kann man auch ruhig in dieser Deutlichkeit mal sagen, wir sind ein Reisevermittler. Wir sind ein Reisebüro im Fernsehen, so kann man es sehen. Und wir stellen überhaupt gar keine Regeln auf. Ja, das macht die Regierung unseres Landes oder das macht die Regierung des Landes, wo man vielleicht hinfliegen möchte. Da kann es durchaus sein. Ich weiß das zum Beispiel von Thailand, die lassen demnächst nur noch Geimpfte ins Land. Oder ich weiß es von Qantas, von der Fluggesellschaft, die lassen nur noch Geimpfte an Bord. Das bestimmen nicht wir. Wir können diese Informationen nur weitergeben. Und da möchten wir wirklich mit diesem, ich nenne es mal Gerücht, aufarbeiten und ganz, ganz klar sagen, wir haben weder bei Sonnenklar TV eine Testpflicht noch eine Impfpflicht. Aber wenn das Land, was wir hier anbieten, eine Test- oder Impfpflicht einfordert, dann ist es so und dann gehört es zu unserer Transparenz, das auch so ganz klar zu kommunizieren. Wie heißt die Dame? Priska. Priska, es tut uns leid, dass das so ist. Wir möchten auch lieber Reisen vereinfachen, aber so ist nun mal die derzeitige Situation in der Welt. Und
Wir stehen nicht über dem Gesetz, leider. Nein, stehen wir nicht. Aber bevor wir uns da jetzt noch weiter verfahren, wir wollen es aber auf jeden Fall ansprechen, zeige ich Ihnen lieber jetzt die schönen Bilder zu dieser tollen Blumeninsel Madeira, die Sie hier bei diesem Angebot entdecken können. Umgeben von mal wilden, mal sanften Atlantikwellen liegt das zu Portugal gehörende Naturparadies Madeira. Und wir werden nicht müde, es Ihnen ans Herz zu legen, weil wir so begeistert davon sind. Genau deswegen dürfen Sie sich auch auf ein geschenktes Ausflugspaket freuen, wenn Sie mit uns in den Flieger steigen und anschließend für eine Woche im 4-Sterne Vila Baleira Funchal einchecken. Das zentral gelegene Haus begeistert alle bisherigen Gäste auf ganzer Linie. Und bei diesen Impressionen verstehen wir auch gut, warum. Aber natürlich punktet es auch mit seinem hervorragenden Service. Zusätzlichen Anreiz für Sie schaffen wir mit dem Upgrade auf ein schickes Doppelzimmer mit Meerblick. Dank Halbpension hat der Hunger morgens und abends keine Chance. Und für die Zeit dazwischen können wir die Dachterrasse mit Pool empfehlen. Natürlich wollen wir auch das eingangs versprochene Ausflugspaket nicht vergessen. Gemütlich geht es los, denn Ihre erste Station Camara de Lobos ist ein kleines, bezauberndes Fischerdörfchen. Anschließend durchbrechen Sie die dichte Wolkendecke Madeiras beim 1000 Meter hohen Encomiada-Pass. Dieser bringt Sie durch atemberaubende Landschaften bis nach Porto Moniz. Der Ort an Madeiras Nordspitze ist vor allem für seine Meerwasserschwimmbäder bekannt. Auf dem Weg zurück gibt es noch mehr Wattewolken. Das Hochmoor Paul da Serra erinnert ans ferne Schottland. Dieser wortwörtlich himmlische Ausflugstag endet mit einem kleinen Highlight, dem Cabo Girão. Mit 580 Metern über dem Meer eine der höchsten Steilklippen Europas. Ausflugstag Nummer 2 führt Sie zum Aussichtspunkt Eira do Cerrado, von dem sich Ihnen ein unvergleichlicher Panoramablick über das sogenannte Nonnental offenbart. Nur eine halbe Stunde später lädt im Bergdorf Monte der tropische Garten zu einem Spaziergang ein. Etwas abenteuerlicher wird's bei einer Fahrt in den typisch madeirischen Korbschlitten. Ihr letzter Erkundungstag beginnt auf dem dritthöchsten Gipfel von Madeira, dem Pico do Arieiro. Eine Freude fürs Auge ist nicht nur die Aussicht von hier oben, sondern auch Ihre nächste Station, Santana mit seinen landestypischen Häuschen. Noch mehr Landestypisches gibt es in Camacha, dem Zentrum der madeirischen Korbflechtkunst. Und wer sich nun bei diesen Impressionen zu Recht in Madeira verliebt hat, dem legen wir unser Angebot wirklich wärmstens ans Herz. Und hier nochmal alle Informationen zu dieser wunderbaren Reise. Auf einen Blick mit der Bestellnummer 223998 im Reisezeitraum dieses Jahr August bis nächstes Jahr April. Viele sagen ja auch, dass gerade die Winterzeit wunderschön ist auf der Blumeninsel Madeira. Suchen Sie sich Ihren Lieblingsreisezeitpunkt aus. Ab 666 Euro geht es schon los. Ach, das hat wieder Spaß gemacht. Ja. Aber ich, weißt du, was noch viel mehr Spaß macht? Ja. Sich jetzt mit dem Thema Musical zu beschäftigen. Und deshalb muss ich da jetzt leider bitten. Ich räume das Feld. Ja. Leider bitten, langsam wieder an deinen Alles Arbeitsplatz klar. Schon zu wieder gehen. Ein Korb für mich, Marc. Merkst du das eigentlich? Tut mir leid. Es war schön und hoffentlich bis bald wieder. Bis bald. Sarah Walze. Natürlich kann man das Ganze immer auch auf unserer Facebook-Seite sehen, von Sonnenklar TV. Gerne liken, Fan werden und dann nicht... Scheren.
verpassen. Genau. Sarah kommt jetzt und gleich reden wir über Zeppelin nach einer kurzen Werbung und dann ist Matthias Inborn bei mir hier zu Gast und darüber freue ich mich jetzt schon riesig.